Heute mal ohne Einleitung im Auto. Oh, wir sind schon on air. Ich wollte gerade sagen, weißt du, ganz ehrlich, ein Auto, was ich wirklich als Dreitürer schöner finde als Viertürer, das ist ein Golf. Golf. Gut. Wir sind heute hier bei Fancy Wheels. Und zwar, weil wir heute mal einen kleinen Bericht machen darüber. Also ich fand es auch ganz interessant eigentlich, wie das mal passiert, weil klar, man kann sich viel angucken, aber das hier ist regional, wie Felgen gepulvert werden, denn wir lassen hier die WTCC-Felgen pulvern. Clevere Leute haben ja auf den Bildern manchmal gesehen, eine war ja schon gepulvert tatsächlich. Das war so ein Test, die haben ja auch bei den Jungs hier von CBC Performance, schief ganz mal darüber, ne? Das ist eigentlich direkt in der Nähe. Weil das gehört ja zueinander, Fancy Wheels und CBC Performance. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken uns mal an, wie die WTCC-Felgen gepulvert werden. Ich muss ja sagen, bevor wir jetzt reingehen, hier direkt vorm Eingang steht, guck mal das hier. Stief und ganz Moment, ehrlich, ich ne? Muss mal zurücktreten? Oh ja, ich trete mal zurück. Ganz ehrlich, Stief, das hat ja nichts mehr mit dem Vierzylinder EcoBoost zu tun, den wir mal geliehen hatten in den USA, ne? Das ist schon cool. Ich bin kein Mustang-Fan, Leute, aber auch in dem Rot und mit dem ganzen Anbau-Stuff, Spoiler ist... Knallt hier die Sonne wieder. Ja. So geht's. Besser so? Nee, aber es sieht schon prächtig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Mustang, ich meine, der Spoiler ist ein bisschen wild, aber ansonsten. Wild? Wild. Ja, ich sag mal so, wer Klasse 2 fährt, der kommt auch mit sowas klar. Boah, ich sehe kaum was auf dem Display. Ja, kann man mögen. Ich find's ganz saftig. Ist auch saftig. So, bist du ready? Ich bin ready, wir können rein. Tür zu machen hier. Hier, wichtig, Achtung. Stopp. Wenn du rausgehst. Vorfahrt beachten. Hallo? Ja. Hallo? Oh, der ist da. Guckt euch mal bitte, wie geil das hier alles schon aussieht, ne? Mit so hängende Auspuffanlagen. Das brauche ich auch unbedingt. Finde ich richtig gut. Ich schreibe mich. Hi. So, das ist der Erik. Servus. Ja. Du bist im Prinzip der Hauptakteur von Fancy Wheels, ne, ja. Kann man sagen. Also der Mann, der euch die Felgen pulvert, wenn ihr Felgen gepulvert haben wollt. Aber ihr gehört ja direkt, oder seid ja mit CBC, ja. Ist eins, ist einfach nur eine Sub-Sub-Unternehmen. So verschieben große Unternehmen Geld, ne, ist so wahrscheinlich. Quatsch. Das hier ist so dein Reich. Ich finde sowas, fand sowas schon immer interessant, ehrlich gesagt. Und wir kamen nie in den Genuss, dass wir mal irgendwie einen gefunden hätten, wo wir mal so drüber quatschen können mit Felgenpulvern. Weil Felgenpulvern und Lacken ist ja eine riesen, sag mal, wenn ich jetzt googeln würde oder als ich früher angefangen habe zu googeln, was ist, wenn ich jetzt sage, Erik, was ist besser, Pulvern oder Lacken? Das ist einfach nur ein riesen Unterschied, ne? Ja, im Internet findet man ja auch relativ wenig darüber. Das ist ja quasi noch so ein, wie ein kleines Geheimnis, was Felgenpulvern angeht. Stimmt eigentlich, ja, stimmt. Vor allem halt, muss ich sagen, Felgenpulvern ist ja immer so eine Sache, wenn ich jetzt mich im Kopf einfach mal Revue passieren lassen würde, würde ich sagen, Felgenpulvern gehen nur RAL-Farbtöne. Also, aber das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so. Das stimmt nicht. Das ist noch so 2010, denken, genau. Als ich anfing so mit Autos und meine ersten Felgen am Einser damals waren auch lackiert, weiß ich. Aber das Problem war halt, dass beim Lackieren irgendwie der Lack war voll weich damals, weiß ich noch. Aber ich wusste nur mehr, wurde gesagt, da kannst du selber Farben anmischen und beim Pulvern gehen nur Ralltöne. Aber das ist Quatsch, das wird uns der Erik jetzt mal zeigen. Saftige Farbe. Guck dich das mal an, Leute. Also hier sieht man so ein kleines bisschen. Ne? Wir können nachher im Showroom ein bisschen mehr zeigen. Ich muss hier hinten steht irgendwas. Im Showroom ein bisschen mehr zeigen, sogar was die Jungs noch so alles an Farben drauf haben. Aber das hier, finde ich, ist schon mal ein gutes Beispiel für... Erik, was ist das für eine Farbe? Dass das Anodized Lila. Anodized Lila. Ja, es sieht so echt wie eloxiert, so ein Ding. Ne? Mega geil. Das hat so ein, ich weiß nicht, ob das auf dem Video rüberkommt, aber es sind mega geile so Metallic... Das sieht so lecker aus, ich will es essen. Ja, es sieht auch hier unten so ein Anodized Green wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, Blue und Red. Aber es ist halt geil. Also sowas, keine Ahnung, ich kannte früher so, hier so ähnlich waren mal meine Felgen auf dem Einser damals gewesen. Aber das, ich weiß noch, da haben die gesagt, nee, lackieren, pulvern kann man das auf keinen Fall. Das muss man dann lackieren lassen. Und ich meine sogar, bei mir sind die Felgen nur bis hierhin lackiert worden und nicht gesamt. Ja, das machen ja viele, die hören dann in dem Bereich einfach auf, um da ein paar Gramm Material zu sparen, aber... Wenn wir dran sind, machen wir es auch ganz. Ist auch wahrscheinlich besser einfach für, weil ganz ehrlich, Leute, hier ist ja die Dichtfläche vom Reifen. Ja, genau. Weil wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Unterschied... Ja, da kann es schon Probleme geben. Wenn die hier in dem Bereich natürlich total rau sind, dann kann es sein, dass der Reifen nicht durchstellt. Ja, krass. Habe ich auch so... Also gut, man, meistens, wenn ich gepulverte Felgen gesehen habe, dann meistens ja montiert auf dem Auto, ne? Aber, aber ich finde es halt auch geil. Das ist was einfach auch so ein bisschen so zum... Ja. So ein kleines Detail finde ich gut, mag ich halt. Das... Ist der Grund, warum ich hier meine Felgen pulvern lasse. Ja, ist echt so.
Mal drauf. Ich halte einfach mal drauf. So, das ja. sind jetzt deine. Ne? Das sind sie, das sind die Wetzfelgen. Also drei, ne? Fällt ja, ist ja ein Dreirad. Nee, die eine ist ja schon fertig im Prinzip. Und sieht das so auch krass aus irgendwie. Das ist jetzt, was ist da jetzt drauf? Grundierung. Krass. Die wird auch drauf gepulvert. Ja, genau. Das sieht gar nicht so, ne, 9J ET-5 aus eigentlich. Nur man, das ist schon krass. Und wir können jetzt hier gleich zugucken, wenn du so... Ja, genau, ich mache das gleich. Geil. Das habe ich ja echt nur mal so, weiß ich nicht, wenn man live dabei ist, ich bin echt gespannt. Aber Erik, wie ist jetzt der Prozess? Also ich habe dir die Felgen jetzt gebracht, in diesem ganz fies, waren die lackiert oder waren die gepulvert? Ich würde sagen, das letzte Schwarz war gepulvert, war lackiert und das Silber davor war gepulvert. Okay, also original, also original waren die mal Silber? Ja. Also das ist original, das ist Silber. Oh, da kommt jemand. Da kommt jemand. Nichts passiert, war nur der Mann von GLS. So, Jungs, wie geht's weiter? Ja, wo waren wir stehen? Wie viel Schichten Pulver war da vorher drauf, Erik? Boah, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall jede Menge Material. Die wurden misshandelt, sagst du? Ja. Ich bin echt sehr gespannt. Also ich habe dir die jetzt gebracht und dann strahlt ihr die, ne? Ja, dann gibt's erstmal die chemische Entwackung. Okay, das ist ne? Ja. Okay. Dann wird das Ganze gereinigt, dann geht's rüber zum Strahlen und dann... sehen die quasi so aus wie Lilly. Krass. Übel, ne? Aber das ist halt mal pur Material dann, ne? Das ist jetzt ohne Lack und ohne alles. Was genau. Filmen Sie mal von hier, das ist... Filmen Sie mal. Da siehst du so ein bisschen so die Schichten vom Material sogar. Also, ob man es sieht. So, warte mal, wo soll ich... Ich sehe gar nicht, wo ich... Da ist es. Da. Ich glaube, man sieht nichts. Ich glaube, man sieht nichts. Zumindest nicht auf der Kamera. Aber ist auf jeden Fall super krass und mega rau. Und jetzt, wenn jetzt einer da innen nicht weitermacht, dann würde das hier bestehen bleiben, oder was? Innen auf der Felge, oder meinst du, die grundieren die halt dann? Ja, wie meinst du das? Wenn die jetzt innen, wenn du die nicht ganz pulverst, die sparen dann halt am Pulver wahrscheinlich nur innen halt, oder was? Ne, ich meine, sind die dann so rau? Also jetzt, ach so, ja, doch, das ist klar. Übel. Also dann, das schlägt ja dann noch rau, da habe ich gerade kein Beispiel da. Vielleicht kann man das sehen. Du sollst reinhauen? Ja, du sollst mal reinhauen, weil ich finde das geil, wenn sowas so, das ist noch richtige Handarbeit. Ihr seht hier, ne, so Schleifteller und sowas. Erik, das heißt, wenn die jetzt von Sandstrahlen kommen und du hast halt noch einen Rest, irgendwie da drauf oder warum, was muss man da noch vorarbeiten? Quasi, wenn Lackreste da sind, werden die noch entfernt, per Hand halt. Und dann natürlich vom Strahlen der Schleifstaub muss wieder runter. Der wird dann per Hand runtergepettet quasi. Ja, und dann der Rest ist nur noch Reinigung. Also gibt es Felgen, die schuftiger sind? Also wo man sagt, der Lack von dem Hersteller ist echt übel, da muss man. Ja. Ah, okay. Ja, ja, ihr hättet den gerade sehen müssen. Ja. Ich glaube, man kann die sehen. Ja. Dann hat schon mal recht drauf. Die erste Felge, damit geht's los. Warum sind die eigentlich schon drei Felgen? Ja, habe ich ja eben gesagt, weil die eine ist ja schon fertig. Wir haben ja. Hast du schon gesagt? Habe ich am Anfang gesagt, aber ist noch nicht schlimm, kann man noch mal reinhauen. Vielleicht haben es ja Leute. Es gibt ja Leute, die in YouTube skippen. Ja? Also ich hoffe, ihr skippt dieses Video nicht. Ich hoffe, ihr skippt dieses Video nicht wie Stief, ja? Der hört nicht zu, wenn ich rede. Ich höre die doch nie zu. Nee, eine Felge hatten wir, Erik, tatsächlich schon. Ich wollte mal so eine Testfarbe, wie Silber aussieht. Ja. Und dann hat man den Wagen ja tatsächlich in natürlichem Licht sogar im Unterholz mal testen können, wie es aussieht. Und ich fand Silber, ich weiß nicht, gehört auf die Felgen einfach drauf. Ich finde jede andere Farbe. Ich muss aber auch dazu sagen, vielleicht ist das ja felgentechnisch gar nicht das Ende vom Lied des WTCCs, wenn er mir doch irgendwann so gut gefällt. Was? Warum machst du sie nicht so lila? Na komm, jetzt hör aber auf. Nee. Also ich sag mal, das sind ja immer noch 17 Zoll Felgen und ja, ich glaube, eine 19 oder eine 18 kann auf so einem Auto und so einem Radkasten auch richtig geil aussehen. Vielleicht sogar mit Luftfahrwerk. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber deswegen wollte ich jetzt nicht zu wilder werden, weil ganz ehrlich, ich glaube auch, Erik, ist das so, wenn ich jetzt eine überfancy Farbe oder was ganz Individuelles haben wollte, dann kostet das auch ein bisschen mehr, ne? Ja, ja. Das also das ist ja schon, ja. Was ja auch logisch ist, Leute, weil ist wahrscheinlich auch anders aufwendig, als jetzt einfach, wir haben so ein Basis-Silber, ne? Einfach im Prinzip das, was ich auf den E36 Felgen habe, nur ein glänzend dann, ja. Ne? Ja. Deswegen auch. Deswegen hängen da auch nur drei. Und jetzt geht's los.
Das ist so eine dieser Sachen, wo ihr euch das anguckt und denkt, das kann ich doch auch. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, die so sieht viel einfacher aus, als sie eigentlich ist. Das ist so ein bisschen wie Motoren tauschen oder sonst irgendwas. Oder hört sich einfacher an. So, gepulvert? Es wird warm. Es wird warm. Jetzt zieht's ab in den Ofen. Das ist schon ein großer Ofen, sag ich mal. Könnte man ein paar Pizzas drin machen, ne? Da kommt eine Menge Pizza drin raus. Das ist irre. Erik, wird das jetzt im Prinzip, verfestigt sich jetzt das Pulver da auf der Felge oder schmilzt das so gesehen ein? Das wird bei 160 Grad flüssig. Ah, okay, also so. Und dann genau, und hat dann, das ist unterschiedlich bei je nach Pulver, aber so sagt man dann, ab 180 Grad wird es dann wieder hart. Ach krass, ach so, das heißt der Backprozess ist gleichzeitig auch der Trocknungsprozess dann? Ja, genau. Ach, das muss ich auch nicht. Und dann ist halt eingebrannt. Ach krass, und das ist dann wirklich mit der Grundierung so gesehen verbunden, also das ist halt ja, der... Ja, okay. Genau. Krass, und das ist der Unterschied ja eigentlich dann zum Lack, weil da würde man ja Grundierung auftragen, Schicht auftragen, das ist ja dann nicht... So gesehen nicht verbunden mit dem... Genau, das muss man ja durchschleifen immer wieder, damit dann Verbund entsteht. Das musst du beim Pulvern aber nicht. Auch wenn du Klarpulver dann später machst, dann kannst du auf das Silber direkt Klarpulver pulvern und es geht trotzdem eine Verbindung ein. Ach, krass, also du kannst dann im Prinzip sagen, du kannst das wirklich durchs Pulver dann auch sagen, ob matt oder glänzend, das ist gut, sieht man jetzt an meinen Fingern, die werden glänzend. Die vom E36 waren vorher matt, das kann man sogar mittlerweile, also weil früher ging nur matt. So. Wie du eben gesagt hast, ne, ich hatte eben Erik noch gefragt, das sieht halt so einfach aus eigentlich, aber ist wahrscheinlich eine Sache, die man auch wirklich so, wo man einfach ein Händchen für kriegen muss mit der Zeit. Du hast gesagt, matt-schwarz kann eigentlich, kriegt man jedem beigebracht, genau. Aber so bei Schichtdicken, bei Silber oder so, hört es wahrscheinlich irgendwann auf. Gerade so bei Candy oder Anodized, wenn es eine Vierschicht wird, da muss man da extrem aufpassen, dass man auch nicht zu dick wird. Hm. Du hast pro Schicht ca. 100 μ. Und so ab 400 μ auf einer Felge ist halt schon kritisch. Also da muss man schon extrem dünn arbeiten, dass das Ganze dann auch noch funktioniert und nicht direkt abplatzt. Okay. Interessant. Was ihr? Wir halten lange die Wärme. Fast bremst jetzt. Okay, das kam jetzt. Hey, was macht ihr? Nee, was macht ihr? Jetzt Spaß beiseite. Ich habe mir gerade die Bremssättel angeguckt, denn die Jungs pulvern auch Bremssättel. Ist sogar wahrscheinlich die bessere Variante, wenn ich so überlege, ne? Wenn du sagst, thermisch belastet, die werden ja sowieso eingebacken. Ich meine, Lack, ich weiß, bei meinen Felgen war das nämlich das Problem damals, dass die einfach zu warm wurden irgendwie durchs Bremsen und dadurch hat es ja Lack gehoben. Und wenn die schon so vorgebacken sind, wie wir eben gesagt haben? Also wir bieten ja beides an. Wir lackieren ja auch mit ganz normalem Nasslack, haben aber da einen speziellen Klarlack, der hitzebeständiger ist wie normaler. Okay. Aber hier, das ist immer die Variante, wenn man Langlebigkeit haben will. Pulvern. Ist Pulvern immer die bessere. Machen Originalhersteller das auch? Pulvern die oder lackieren die? Da gibt es Unterschiede. Okay. Aber ich finde es... Ich habe ja vor kurzem vom WTCC die mit schönem hier so ein Set, ne, was man so kaufen kann, erst in Rot. Hast du sie nicht beschmiert? Habe ich eher wirklich beschmiert. Beschmiert, kann man sagen. Und dann habe ich jetzt Carbon Schwarz, hieß die Farbe, glaube ich, genommen und habe die halt neu gepulvert in einem dunklen Silber, einfach so ein Gunmetal. Und ich muss sagen, man sieht schon... Klar, den Unterschied zwischen dem und das, was ich dahin gebraten habe oder so. Ich glaube, wer es günstig haben will und einfach nur irgendwie klar, schnelle, fancy Farbe haben will, der kann wirklich für 20 Euro so ein Set kaufen. Aber wenn ihr was wirklich Genaues haben wollt, was wirklich absolut OEM-nah aussieht, dann, ich meine, seht es euch an. Vor allem, man fühlt es einfach auch, die Oberflächenstruktur und so. Ist auch ein bisschen tricky, ne? Wahrscheinlich das Ganze abkleben, oder, Erik? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Die ganzen... Ne, wenn ihr mal eure irgendwie Sättel so zu Hause habt, ne, nicht hier die Bremszylinder einschmieren, das wäre schlecht. Oder die Entlüftungsnippel. Willkommen zu Pfannenschnee Autosport Philosophiefrage des Tages. Wir sind gerade an der Philosophiefrage. Dreiteiler oder Zweiteilerfelgen oder auch einteilige Felgen. Was findet ihr besser? Ihr könnt das mal gerne in die Kommentare reinhauen auch. Stief, du sagst, auch eine Einteiler wie ich ist meistens schöner, ne? Aber also eine Zweiteiler kann aber auch gut aussehen, ne? Kann gut aussehen, ja. Kommt auf die Felge drauf an. Ich bin der Meinung, und ich muss das ganz ehrlich sagen, Leute, ich finde Zweiteiler immer und
persönliche Meinung, ne? Immer viel hässlicher als eine Einteilerfelge oder sowas. Ich finde zum Beispiel, Erik, was sagst du? Einteiler, Zweiteiler? Beides. Legen Sie sich fest, beides. Nee, ich finde zum Beispiel, ganz oft ist das so eine Sache, die irgendwie Leute unbedingt haben müssen, weil das ist sowas wie, versteht ihr, was ich meine, Stief, Erik? Das ist sowas, das ist jetzt der neue Shit, das muss ich haben. Da muss jetzt eine Zweiteiler- oder eine Dreiteiler-Felge drauf. Egal wie teuer sie sind, sind ja meistens wesentlich teurer. Und dann nachher, hier, darf ich das mal zeigen da mit der Naht? Ja. Ja? Ja, ja, doch. Ohne ja. Sternen aber. Ja, ja. Guck mal, ich kann euch das mal zeigen. Manchmal hat man auch so ein Pech, ne? Und es ist eine verschweißte Zweiteiler-Felge. Und man hat eigentlich einen Einteiler gekauft, obwohl Zweiteiler draufsteht. Aber das machen Hersteller von sich, Erik, ne? Ja. Okay. Aber zurück zur Philosophiefrage. Ich finde, wenn man sowas dann verbaut am Auto, dann darf durch das ganze Gizmo, was da drauf ist, also meistens sind das ja unterschiedliche Bettenfarben oder polierte Betten, und dann guckt euch mal hier die Kanten an, die da noch entstehen, plus die Schrauben. Ich finde immer, das sieht so extrem unruhig am Auto aus. Ich finde, da muss der Rest vom Auto extrem ruhig sein. Und ich finde immer, Einteilerfelgen, die harmonieren meistens eher mit dem Auto. Ich bin ja echt ein Fan von schlichtem Stuff, aber das ist... Wie gesagt, eine Philosophiefrage. Es gibt ja Leute, die schwören auf sowas und sagen, das muss das sein. Nur glaube ich immer so, das ist manchmal auch so ein Trendding. Und manche Leute versauen sich ein bisschen die Karre damit, indem sie einfach unbedingt jetzt eine Zweiteiler brauchen, viel mehr Geld ausgeben und das sieht nicht mal besser aus. Nur man kann sagen, ja, das ist eine Zweiteiler. Ja, ne? Und nachher ist es gar keine, wie ihr eben gesehen habt. Ha! Ich finde das echt so. Ich finde das hier mit dem... Also kurz gesagt... Timo mag nur einteilige Felgen. Ja! So, die Eieruhr hat geklingelt. Knusprig warm und schön silber. Ich wollte gerade sagen, aber das sieht so schon mega geil aus mit dem Matt, ne? Nee, aber mach mal klar Lack drauf. Nee, aber das sieht in Matt schon richtig krass aus. Da sieht man erst die Tiefe von der Felge. Oh, ist das Ding warm, ey. Da sieht man erst die Tiefe von der Felge. Krank. Ist im Sommer bestimmt auch ein geiler Arbeitsplatz hier, oder? Ja. Ich finde die Matt echt schon geil. Ich muss mir das überlegen. Steve Move. Ja, jetzt sind wir im Showroom. Und hier könnt ihr euch im Prinzip, ja, bei CBC Performance, was ja direkt, fast so Anschlussgebäude, also ist ja direkt neben euch, ne? Ja. Ja. Da könnt ihr euch im Prinzip alle Farben angucken. Also habt ihr erstmal Beispielfelgen und hier hinten, übrigens, kleiner Tipp von mir. Wie sind meine jetzt geworden, Erik? In welcher Farbe? Frosted Silver oder? Ja, genau. Genau, das hier ist im Prinzip jetzt der BTCC Farbton. Da seht ihr auch halt, was alles möglich ist. Vor allem auch für die Leute, die Klassiker fahren und gerne den Ventildeckel in so einem, ja, wie das mal früher war, in diesem Kroko hat jeder stehen, ne? Aber ja. Ich kenne so ein bisschen Schrumpflack oder so heißt das eigentlich. Da habt ihr sogar mittlerweile dieses Kroko-Zeug da. Das ist wie so, sieht fast aus wie die originalen Ventildeckel früher. Oder kommt dem ziemlich nah, sag ich mal. Ist auch geil. Vielleicht muss ich auch noch einen in der. Mann, ich habe noch einen zweiten Ventildeckel da. Auch geil, was ich eben sagen wollte, ist, Steve, komm mal mit hier. Ihr seid Official Dealer, offizieller Händler, ja. Von 1552 Felgen. Eine Felgenmarke, die ich eigentlich nur aus Amerika kenne. Viele. Ja, würden das als Trendfelgen sehen, die gibt es schon ziemlich lange und das sind so, ich sag mal, amerikanische Urgestein, also Urgestein, ich glaube in den Anfang der 90ern hat so ein Rennfahrer die mitentwickelt und hat im Prinzip er wollte ein klassisches, simples Felgendesign haben und da gab es auf dem Markt, und hat er sich mit einem Kumpel zusammengesetzt und haben die 1552 gegründet. Und ich finde, das sind für mich, wo wir eben über die Philosophiefragen geredet haben, mit die schönsten Felgen, die es auf dem Markt im Moment gibt. Vor allem die Podium, vielleicht muss ich die mal Probe stecken kommen. Ich finde die so geil. Und wer jetzt sagt, das sieht ja aus wie eine UZ, Super Turismo. Nee, eben fürs Auge irgendwie finde ich, das ist eine ganz andere Felge. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder, Erik? Ja, auf jeden Fall. Und ihr könnt dann halt auch im Showroom hier euch tatsächlich auch das Ganze an richtigen Felgen angucken, wie ihr seht.
Da hat der Frosted Titan. Oder auch so Bronzetöne, ne? Das ist halt mal was anderes. Und was anderes, als ich kannte von früher vom Pulver. Also wo es Hima Hino hieß, es geht nur Ralfa. Gut, dann sind wir durch und ich hoffe, ihr hattet Spaß mal, wie ich einen Einblick ins Pulvergeschehen zu erfahren und wie die Felgen vom WDCC tatsächlich jetzt am Ende werden, ob die tatsächlich glänzend oder matt bleiben, seht ihr erst, wenn ihr das Auto seht.